Ja, was ist eigentlich Konformitätsbewertung? Eine gute und berechtigte Frage. Lassen Sie uns den Begriff kurz aufteilen in einerseits Konformität und andererseits Bewertung. Konformität bedeutet mit anderen Worten Übereinstimmung. Ich möchte also wissen, ob zum Beispiel ein Smartphone hinsichtlich emittierter Strahlung, Materialverträglichkeit, Brandgefahr, elektrischem Schlag sicher verwendbar ist und allgemein gesprochen mit Anforderungen übereinstimmt. Die Anforderungen kommen konkret von Gesetzen, sprich was muss man einhalten und in der technischen Umsetzung von Normen, sprich wie setzt man das Gesetz um. Konformität kann also gesetzlich vorgeschrieben, freiwillig oder vertraglicher Gegenstand sein. Bewertung wiederum bedeutet, dass man messbar erfassen, also prüfen muss, ob die Eigenschaften des Smartphones mit den dafür relevanten Anforderungen übereinstimmen. Daraus leitet sich ab, dass beispielsweise ein sicherheitstechnischer Planungs- und Prüfprozess parallel zur Produktentwicklung erforderlich ist. Produkte und Dienstleistungen sind wie ein Versprechen in Bezug auf Eigenschaften wie Qualität, Ökologie, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit, Kompatibilität, Interoperabilität, Effizienz und Effektivität. Umso wichtiger ist es, die Versprechen für alle beteiligten Personen einzulösen, vom Geschäftskunden über rechtliche Instanzen bis hin zu Verbraucherinnen und Verbrauchern. Ja, von der Konformitätsbewertung betroffen sind sämtliche Produkte, die auf dem Weltmarkt gehandelt werden, ganz gleich, ob es sich um Business to Consumer, also B2C, oder Business to Business, also B2B handelt. Um einige Produkte zu nennen, Elektroartikel, beispielsweise Smartphones, Fernseher, Küchengeräte, Medizinprodukte, zum Beispiel Geräte beim Zahnarzt oder im Krankenhaus, Spielzeug, Maschinen, Querstrich auch Anlagen, Messgeräte und so weiter. Vereinfacht gesagt, von der Konformitätsbewertung betroffen sind alle Produkte, die einen Stecker haben oder über Mikrochips bzw. einen Stromkreislauf verfügen. Bei Dienstleistungen ist entscheidend, ob eine Person, auch ein Unternehmen als juristische Person, kompetent ist, zum Beispiel an Geräten oder auch an Schutzsystemen Wartungen und Reparaturen auszuführen, sodass das erwartbare Sicherheitsniveau erhalten bleibt. Im Besonderen sind hier Geräte in beispielsweise explosionsgefährdeten Bereichen zu nennen. Für die Frage, wann eine Konformitätsbewertung erforderlich ist, ja, bediene ich mich zunächst mal dem Anwaltsjargon. Es kommt darauf an. Aber generell und kurz zusammengefasst, die Konformitätsbewertung ist erforderlich, um einen möglichst freien Warenverkehr zu ermöglichen und Handelsbarrieren zu eliminieren. Dabei spielen oft auch rechtliche Festlegungen, insbesondere in Bereichen, eine Rolle, wo besondere Schutzziele des Staates wie der Gesundheits-, Arbeits-, Verbraucher- oder gar auch der Umweltschutz betroffen sind. Dies kann von Staat zu Staat oder auch Markt zu Markt variieren. Die Durchführung der Konformitätsbewertung kann dadurch gesetzlich vorgeschrieben, freiwillig oder auch vertraglich vereinbart sein. Die Konformitätsbewertung kann durch den Hersteller oder Anbieter selbst, dessen Vertragspartner oder Kunden sowie durch unabhängige Dritte wie Prüflabore und Kalibrierlabore, Inspektions- und Zertifizierungsstellen durchgeführt werden. Verbraucherinnen und Verbraucher profitieren ebenfalls davon, wenn für Produkte und Dienstleistungen eine Konformitätsbewertung durchgeführt wird. Wenn wir von einem Produkt ausgehen, für das eine ordnungsgemäße und erfolgreiche Konformitätsbewertung umgesetzt wurde, beispielsweise nehmen wir mal einen Akkuschrauber, dann hält man ein Produkt in den Händen, auf dessen zum Beispiel Qualität, Sicherheit, Funktionsstabilität man vertrauen darf. Gleichermaßen wird gewährleistet, dass zum Beispiel ein Produkt im Rahmen des weltweiten Handels Verbraucher und Verbraucherinnen ohne Handelsbarrieren durch bestätigte Konformität erreicht und das zeitnah. Eine sehr interessante Frage. Eine wichtige Rolle bei der Konformitätsbewertung spielt die IEC, also die Internationale Kommission für elektrotechnische Normung. Zum einen sorgt die technische Normungsarbeit für die Grundlage, die Basis, denn Normen beschreiben Anforderungen, die umzusetzen sind.
Zum anderen werden die Inhalte besagter Normen durch IEC-Konformitätsbewertungssysteme in die Wertschöpfungskette integriert. Dies kommt nicht nur Betreibern, Querstrich-Verbrauchern zugute, sondern eben auch Herstellern, die somit nahezu einen offenen Weltmarkt mit geringstnötigem Aufwand vorfinden. Anders gesagt, man möge sich nur vorstellen, dass ein Hersteller für sämtliche Länder der Welt, in die er sein Produkt liefern möchte, deren Anforderungen zur Produktfreigabe erfüllen müsste. Genau hier setzen die IEC-Konformitätsbewertungssysteme an. Sie eliminieren diesen Aufwand schlichtweg, indem sie etwas Einmaliges schaffen. Eine Prüfung, ein Zertifikat, weltweite Gültigkeit. Ja, auf nationaler Ebene leistet die DKE ebenfalls einen großen Beitrag im Rahmen der Konformitätsbewertung. Die IEC-Konformitätsbewertungssysteme und die gesamten Vorteile, die Wirtschaftsakteure durch sie genießen, müssen im Einklang aller Mitglieder fortwährend gemanagt und weiterentwickelt werden. Die DKE als die nationale elektrotechnische Normungsorganisation setzt einen beträchtlichen Aufwand ein, um diese Systeme im Sinne der Gemeinschaft zu tragen und zu bewegen. Hierzu spiegelt die DKE jedes Konformitätsbewertungsmanagementsystem der IEC in jeweils einem nationalen Gremium, um den Erfolg und die Fortentwicklung zu sichern. Insgesamt haben wir 6 Gremien, innerhalb derer die Spiegelung stattfindet. Abseits der Sitzungen auf nationaler, der Management-Komitee-Meetings auf internationaler Ebene fallen permanent Abstimmungen im schriftlichen Umlaufverfahren an, sodass die Systeme weltweit handlungsfähig bleiben. Nebenbei erwähnt, die Spiegelgremien setzen sich aus sämtlichen Stakeholdern zusammen, um möglichst alle Interessen in Einklang zu bringen. Hochkompetente Mitglieder aus sämtlichen Bereichen der Wirtschaft, Hersteller, Betreiber, Zertifizierer, Prüflabore, Behörden, Wissenschaft, tauschen sich regelmäßig aus und teilen ihr Wissen, wofür wir sehr dankbar sind. Die DKE ist somit Hüter der Prozesse und sorgt für einen gesicherten Rahmen, innerhalb dessen konsensfähige Entscheidungen entstehen, damit die DKE als das nationale Komitee der IEC mit einer Stimme für starke Entscheidungen sorgt.